Hallo, Servus und willkommen zurück zu Bioshock 2, zu den Protector-Prüfungen, die wir ja jetzt erfolgreich hinter uns gebracht haben. Und ich habe hier etliche Sterne freigeschalten und wie ihr sehen könnt, wir haben jetzt alle und können uns Verschiedenes anschauen hier. Zum Beispiel gemalte Umgebungen, Artwork, Konzeptgrafiken, Trailer und vieles mehr. Und da würde ich einfach mal hier der Reihenfolge nach durchgehen. Und da haben wir den Launch-Trailer zu Bioshock 2, der in den Wochen vor der Veröffentlichung herauskam. Ton angeben für das gesamte Spiel. Okay. Also wenn das der ist, den ich als Abspann verwendet habe, dann werde ich ihn überspringen. Aber schauen wir doch einfach mal. Jede Entscheidung hat ihre Folgen. Mit jeder Tat verändern wir die Welt. Ein Mann schuf eine Stadt, frei von Gesetzen und Göttern. Und andere entschieden sich, korrupt zu sein, und die Stadt ging unter. Würde die Welt neu entstehen nach deinen Wünschen, wäre sie ein Paradies oder ein Ort der Verdammnis? So, da habe ich gemerkt, das war ja der Trailer, den ich bloß verwendet habe. Ich habe den letzten Teil verwendet. Und den ist, bei den Protector-Prüfungen habe ich ihn ein bisschen abgekürzt, weil er doch recht lang war. Aber den restlichen Teil könnt ihr dann bei den anderen Videos schauen. Bei den ganzen anderen Bioshock-Folgen, da habe ich ihn ja immer am Schluss reingeschnitten. Und ja, am Anfang konnte ich mich bloß nicht mehr so erinnern. Genau, darum dachte ich, es wäre ein ganz neuer, den ich noch nicht kannte. Und da war ein Spinnensplicer, ein ziemlich ekelhafter. Die sahen im Einser, glaube ich, auch noch ziviler aus als hier im Zweier. Da sind sie ja richtig eklig. Aber der Sound war nicht ganz synchron, habe ich gemerkt. Warum auch immer, ob das jetzt schon so drin war oder hier von der Aufnahme ein Problem ist, weiß ich gerade nicht. Aber uns soll es nicht stören im Moment, denn wir haben noch ein paar Konzeptgrafiken von Big Daddies und von den Little Sister, den Engeln. Ah ja, also drei Stück hier. Genau, das sind die Engel, die wir ja gesehen haben. Genau so waren die auch hier abgebildet. Und die Little Sisters sehen in ihrer Welt, oder in ihrer Sicht der Dinge, sehen sie die immer am Boden liegen, so. Finde ich sehr cool gemacht übrigens. Auch die Idee dahinter. Und dann haben wir hier noch ein paar Big Daddy Concept Arts. Ah, okay. Also so sind die wohl nicht übernommen worden. So einen habe ich nämlich noch nicht gesehen. Aber sehr interessant, sehr golden und ja, so goldene rüstungsmäßig. Auch hier hat er so eine Art Kettenhemd oder so ein Beinkleid. Auch interessant. Wobei ich mir das vorstellen kann, dass das nur Verschlägen ein bisschen schützt. Und der hier sieht anders aus. Der hat auch so eine Art Kammer, so eine Art Waffenrock hier hinten. Und mehr Gewänder an hier. Das sieht lustig aus, wie im Mittelalter diese Barone mit ihren komischen... ich weiß nicht, wie es heißt jetzt gerade, aber diese plusterhaften Ärmel irgendwie, was aufgeplustert sind, sieht ein bisschen komisch aus. Und der Helm geht auch mehr hier in den Brustschutz über. Aber interessant, interessant gemacht. Also der gefällt mir besser hier, der Entwurf, als der hier. Der sieht ein bisschen zu sehr, ich weiß nicht, der Kopf zu sehr ein bisschen strange aus, muss ich sagen. Aber interessant. Falls ihr im Hintergrund irgendwas hört, ich weiß auch nicht, was das ist. Irgendwer
arbeitet, glaube ich, mit dem Hochdruckreiniger oder so. Falls man das hört im Hintergrund. Sorry dafür. So, Charaktere 2. Pfarrer Simon Wells, eine frühe Version von Eleanor, sowie ein Konzept für den Little Brother, der es nicht in die finale Fassung von Bioshock 2 geschafft hat. Ja, das haben wir schon gemerkt. Oh ja, unser liebster Pfarrer Wales, aka Spinnensplicer mit Hut. Ja, froh, dass ich den nie wiedersehe. Da ging es mir ja nicht so gut, wo wir gegen den gekämpft haben. Sind wir, glaube ich, einmal mindestens gestorben. Aha. Das war kein schöner Gegner. Nein, nein. Oh, ein Little Brother, okay. So sollten die wohl aussehen. Auch ein bisschen mit eingefallenen Augen. Aber dem hier leuchten seine Augen leuchten ja gar nicht. Interessant, wäre interessant, wie sie die noch ins Spiel integrieren hätten wollen. Wer es dann genau machen sollte. Seine Kleidung sieht irgendwie so ein bisschen gefängnismäßig aus auch. Und eine Version von Eleanor. Ich glaube, das ist auch so ziemlich so übernommen worden. Wenn ich mir das so ansehe. Da hat sie auch am Anfang ihr Kleid angehabt. Und hier so eine Big Daddy-Puppe. Auch so nice. So, das nächste ist Eröffnungssequenz 1. Eine frühere Idee für den Beginn von Bioshock 2. Das haben wir also noch nicht gesehen. Das ist interessant. Schauen wir es uns mal an. Ah, so comic-mäßig. Wir kriegen eine Spritze. Wir werden umgewandelt. Oder so. Wir werden zum Big Daddy gemacht. Denke ich mal. Wir kriegen ein Tattoo oder irgendein Implantat. Lecker. Oh, wir werden unter Wasser... Aha, wir werden irgendwie... Der Helm wird irgendwie mit einer Flüssigkeit gefüllt. Okay. Beunruhigend. Ah, es geht wieder von vorn los, oder? Geht's wieder von vorn los? Jo. Okay, das war also nur so eine kleine Slideshow, aber auch interessant. Wahrscheinlich, wo wir dann zum Big Daddy ursprünglich gemacht haben. Wir haben ja gelernt, wir sind... Ich weiß nicht mehr, wie der Name war. Aber wir haben Rapture selbst ständig entdeckt und dann wurden wir zum ersten Big Daddy gemacht. Unfreiwillig, natürlich. Und da sollte diese Szene wohl angreifen. Also noch weiter zurück. Weil die Originalszene ist ja, wie uns Eleanor Lamb zum Selbstmord zwingt. Und Sophia Lamb, sorry. Und Eleanor muss zuschauen, als Little Sister, so war's. Und das geht ja noch ein bisschen weiter zurück. Aber auch interessant als Anfang. Ich finde den anderen, den, wo sie tatsächlich verwendet haben, mit Sophia und Eleanor Lamb besser, muss ich sagen. Rapture's Art Deco-Stil findet sich selbst in den kleinsten Details. Okay, das sind so ein paar Statuen, wie wir sie hier kennen. Dieser Art Deco-Stil. Ich weiß nicht, ob der aus den 20er Jahren ist, aber es kommt mir fast so vor. Ich weiß nicht. Art Deco, war das in den 20er Jahren vorherrschend? Ich bin mir jetzt nicht sicher. Ja, diese Statuen und diese Bögen und alles. Cooler Jaguar? Nee, Puma? Ich bin mir jetzt nicht sicher, was das sein soll. Vielleicht ein Puma. Die Bärenstatue haben wir sogar, glaube ich, gesehen. Wir sind mal über Fontaines Büro gestolpert. Da, glaube ich, stand die drin. Und das hier ist das Triton-Kino. Genau, und das kann ich mich, glaube ich, auch erinnern. Was gibt's denn da Gutes? Sensational The Wizard of Oz. Ah ja. Ich weiß bloß nicht, ob die Leute hier, die Schauspieler, wo wir so runterspielen, auch da original mitgespielt haben. Oder ob das eine Rapture-Eigenproduktion ist. Aber interessant. Okay, was haben wir noch? Gemalte Umgebung, Konzeptgemälde, einige Bereiche von Bioshock 2, sowie die in den Tribünen genutzten Gemälde. So, okay, das sollte wohl Rapture sein. Unter Wasser. Oh, schon ein bisschen was angeknackst hier links. Der Turm hier ist schon abgebrochen. Aber ich schätze mal, das ist Rapture. Ein anderer Teil, auch schon etwas in den späteren Tagen. Hier unten liegen ein paar Bahngondeln. Und hier oben, das sieht auch schon sehr in Mitleidenschaft geraten aus. Und das, ach ja, das ist die Kirche, schätze ich mal, von Simon Wales. Hat zwar im Original ein bisschen anders ausgeschaut, so ein bisschen größer, mit mehr Rohren und so. Aber hier, Jesus loves me, steht hier links. He is the way. Aber es wurde da, glaube ich, in der Kirche eher die Little Sister oder die Lamp verehrt oder so. Also das He durch ein She austauschen. Ja, froh, dass wir da nicht mehr zurück müssen, wie ich ja schon gesagt habe. Was ist das denn hier? The end is here, topside.
An das kann ich mich gar nicht erinnern. Das sind so Hasendinge. Ach, doch, das ist dieser komische Ryan-Vergnügungspark oder so. Stimmt. Wo man durchfahren konnte. Der war ja sehr schräg. Aber an Hasen kann ich mich nicht erinnern. Oder Kaninchen oder was das sein sollen. An das kann ich mich erinnern. An dieses Diner hier, wo Grace auch gelebt hat in diesem Bereich. Und von da oben, glaube ich, kam so ein Dicker runtergesprungen. Das, glaube ich, war unsere erste Begegnung auch mit diesen Brutes-Bleistern. Das war auch ganz cool. Diese Diner-Umgebung, so typisch, so ein typisches Ami-Diner mit diesen typisch roten Lederstühlen. Ja, ganz nett. Was haben wir noch? Ausbeutungssequenz. Eine kleine Filmsequenz, die zeigt, wie der Spieler seine an ihn gebundene Sister Little zuvor ausgebeutet hat. Oh, okay. Ah, es ist zu schnell, dass ich das ganze Englische lesen könnte. Pausiert das einfach, weil ich kann das nie so schnell hier übersetzen. Was? Okay. Er nimmt sie und flutet die Luke und dann schmeißt er sie raus. Was? Warum? Also erst kommt sie zu ihm, gibt ihm so ein Ding, da ist ein Schlüssel drin, da befreit er sich. Sehe ich das richtig? Dann kommt er zu ihr ins Zimmer oder zu einer anderen Little Sister, beutet sie aus, dann kommt die Lamp rein, so wie es aussieht. Wieder zu und die nächste Szene ist dann schon, wo er in der Luftschleuse mit ihr ist und sie dann rauswirft. Wow. Das. Was ist das denn für eine. Ziemlich asozial, würde ich sagen. Gott. Wäre das im Spiel auch so gewesen, irgendwie in der Schlusssequenz? Ich weiß es nicht, aber das ist schon. Schon heftig, ey. So, Ryan Amusements. Ideen für die Animation im Karussell Reise zur Oberfläche. Ach so, ja. Das kennen wir noch. Das war dieser verdrückte Vergnügungspark. Oh, Daddy wird ein bisschen angesenkt oder so. Lecker. Das bleibt den Kindern im Gedächtnis, ja, wenn die Puppen dann so aussehen. Oder die Figuren. Etwas creepy, nur etwas leicht creepy. Wo waren wir denn? Ryan Amusements. Originalgemälde, die in Bioshock 2 in ganz Rapture zu finden sind. Ah, bin ich interessant. An das kann ich mich gar nicht mehr so erinnern, muss ich sagen. Ich habe es vielleicht gesehen, aber das ist so ein Rassehund, keine Ahnung, ziemlich großer. Weiß nicht, wie die heißen. Das könnte Sophia Lamb sein, so ein Eigenporträt, wer weiß. Oder dass sie anfertigen lassen hat. Bin ich mir nicht sicher. Und das hier, ja, das waren Lamps Schmetterlinge, die hier gerade so eine DNA aufdröseln. Symbolik und so. Und das, ich weiß nicht, ob das Lamp ist oder einfach, das wird wahrscheinlich ihr Konzept symbolisieren und die bringt die Erlösung für alle. Ja, ziemlich selbstverliebt. Das war auch in der Nähe von der Kirche zu finden. Und das sieht auch sehr kirchlich aus. Und das ist entweder Eleanor oder allgemeine Little Sister. Das, ich weiß nicht, ob das Lamp sein soll oder irgendeine Frau. Bin ich mir nicht sicher. Auch wieder die blauen Schmetterlinge. Aber an das kann ich mich auf jeden Fall erinnern. Ich kann mich an alle Gemälde erinnern, außer an den Hund hier. Das sind cool, wenn die extra gemacht wurden für Bioshock. Sehr cool. Wir haben eine Rettungsszene. Eine kleine Filmsequenz, die zeigt, wie der Spieler seine an ihn gebundene Little Sister zuvor gerettet hat. Ja, gerne. Was? Bisschen zu viel. Okay, er flutet auch wieder die Kammer. Schwimmt raus. Sie ist am Meeresgrund. Er geht zurück und rettet sie. Und irgendwer holt die Schnecke raus oder so. Ah. Ich weiß bloß nicht, ob das die Lamp sein soll. Ich habe es nicht gelesen. Aber... Sieht so aus, als ob am Anfang, Moment, einmal lasse ich es noch durchlaufen. Ihr wird die Schnecke entlommen. Er macht die Tür auf. Ja, genau, Lamp stand da gerade. Sieht aus, als ob Lamp die Schnecke entnimmt. Also Lamp beutet die aus. Lamp legt sie in die Luftschleuse.
schießt sie raus, er schwimmt hinterher und rettet sie vom Meeresgrund und bringt sie zurück. So wie es aussieht. Denke ich mal. Das hat es wohl aber nicht im Spiel dann gegeben. Was haben wir hier? Werberender. Was? Werberenderings. Ah, hochauflösende Bilder von Subjekt Delta und der Big Sister, die auf Magazintitelseiten und herausnehmbaren Postern abgedruckt wurden. Ah. Das ist cool, das sieht cool aus. Auch diesen Korb, den glaube ich hatten die Little Big Sisters drauf, aber die Little Sisters haben sich da glaube ich nie versteckt. Also die waren ja immer bei ihren Big Daddies nach wie vor. Und die Big Sister kam ja dann erst und hat Stress gemacht. Hier ist auch wieder so eine ganz große Statue im Art Deco-Stil. Erinnert mich auch ein bisschen an Gotham-Style, weil Gotham ist glaube ich auch so ein bisschen in diesem Stil erbaut, in diesem Art Deco-Stil, also von diesen Kolossalstatuen. Und auf jeden Fall sehr cooles Artwork. Und dieser Korb ist auch irgendwie süß. Hat er da Schleifen dran? Ist ja nett. Auch wenn die Big Sisters überhaupt nicht nett zu uns waren. Und das kennen wir noch zu Genüge. Die erste Konfrontation, wo sie auf diesem Globus landet. Und da bekommen wir auch ziemlich den Hintern versohlt und schaffen es noch zu überleben. Das kann ich mir noch sehr gut erinnern an die Szene. War sehr cool gemacht, muss ich sagen. Big Daddy, wie gerade mit der Gatling Gun feuert. Auch sehr nett. Und das sind wohl wir mit der Eleanor. Die sind schon sehr cool gemacht. Und Betty, Big Daddy pflügt durchs Wasser. Auch cool. Was haben wir hier? Minerva's Den. Ah. Okay. Das habe ich ja noch nicht gespielt. Eine Vorschau. Aber ich denke mal, das wird jetzt keine Spoiler enthalten. Was haben wir hier noch? Eröffnungssequenz, eine frühe Idee für den Beginn von Bioshock 2, bei der ein Taucher zufällig über Rapture stolpert. Ich mache mal das mal so, dann schauen wir jetzt erst die Sequenz an und dann noch die Vorschau auf Minerva's Den. Ah, das ist wieder so gemacht. Ich dachte, die wäre schon ganz ausgearbeitet, aber das ist wohl noch das Konzept dazu. Sieht aber auch gut aus und ist interessant. USS Yanni. Ein Zerstörer oder so? Oder irgendein Kriegsschiff, ein amerikanisches? Ist einer über Bord gefallen? Taucht etwas auf? Taucht etwas ab? Am Meeresgrund? Viele Fische und Korallen, die auch sehr schön ausgesehen haben. Also das war echt schön gemacht mit diesen fluoreszierenden Korallen und so. Und es geht tiefer, tiefer, immer tiefer ins Meer. Moränen? Von denen will ich auch nicht gebissen werden. Und es wird dunkel. Was ist das denn? Ein Wal? Ein großer Fisch? Ein Wal. Und ein Babywal. Oh. Und tiefer? Immer noch tiefer? Also wir stolpern über einiges an Meeresbewohnern. Sind wir in der Höhle aufgetaucht? Was ist das denn jetzt? Okay, und wir sehen Quallen. Die sehen cool aus. Und jetzt? Jemand schießt oder was passiert da gerade? Irgendwas hat eine Fehlfunktion? Ach, das ist eine Art Tauchkapsel. Okay, verstehe schon. Ich schätze mal von dem Schiff dann. Und das sieht wieder Meeresgrund aus. Prallt da unsere Kapsel auf? Sieht fast so aus, ha? Wir haben einen Taucheranzug. Okay. Das Ding läuft voll Wasser. Wir müssen raus. Haben wir einen Taucheranzug? Ich glaube schon, ja. Unten Licht haben wir auch. Und da ist eine Art Schnur. Ach, das ist unsere Luft, hä? Könnte das unsere Luft sein? Bloß wenn wir einen Luftloch haben, wird er wohl nicht so lang gehen, dass wir die Stadt finden, hä? Und wir sind in einer Art Canyon. Und der stapft durch den Canyon und... geht irgendwo in... Ah, und da finden wir Rapture. Da liegt es auf einmal vor uns. Ach, sie funktioniert wieder? Oder ist es das eine andere Tauchkapsel, die wir vorbeifahren sehen? Könnte sein.
Und es wird auf uns geschossen? Sehe ich das richtig? Sieht fast so aus. Und wir stürzen mit unserer Kapsel ab und der Schlauch reißt ab. Oh, und Sauerstoff tritt aus. Und unsere Scheibe scheint beschädigt zu sein. Unsere Helmscheibe. Und was passiert dann? Werden wir es hier erfahren? Ich glaube, jetzt geht's wieder von vorne an. Nee, das endet so. Abgestürzt. Wahrscheinlich werden wir von irgendjemandem gerettet. Interessant. Ein alternatives, alternativer Anfang. So, das ist wahrscheinlich, da, ja genau, wie wir halt getaucht sind, ganz am Anfang. Weil wir zufällig drüber gestolpert sind über Rapture. Aber der Anfang war schon gut. Wie gesagt, das war ein guter Anfang. Weil er ungewöhnlich war und er hat vor allem sehr viele Fragen aufgeworfen, erstmal gleich zu Beginn. Und hat das Ganze so ein bisschen interessanter gemacht als die anderen zwei möglichen Anfänge. Und jetzt haben wir hier noch als letztes Minervas denn eine Vorschau. Und ich hoffe, da sind keine allzu großen Spoiler drin, weil das ist das letzte DLC, das ich ja noch spielen werde. Ah, drei Konzeptgrafiken, okay. Ein ziemlich durchgeknallter Wissenschaftler. Also ein bisschen Spoiler haben wir wohl, aber jetzt habe ich ihn schon gesehen. Was soll's. Sieht ziemlich fertig aus und ein bisschen verspleißt hier am Kopf. Und er macht sich seine Notizen anscheinend immer auf seinen Arbeitskittel. Mhm. Und er hat ganz viele Stifte, natürlich. Da freue ich mich ja schon. Ah, okay. Und sie sieht auch nicht mehr ganz frisch aus. Mit dem obligatorischen Splicer-Klumpfuß hier. Das haben wir ja schon oft gesehen. Yay. Da bin ich immer gespannt, ob das so eine Art Bossgegner sein werden oder einfach nur die Splicer, die da rumlaufen. Und hier ist noch irgendwas. Ich kann es nicht ganz lesen, Mark. Irgendwas. ASFR-Gun. Irgendeine fette Waffe, die was Gott weiß ich macht. Vielleicht ist es auch nicht mal eine Waffe, wir wissen es nicht. Irgendein Apparat auf jeden Fall. Okay, das hat uns jetzt nicht so sehr gespoilert. Vielleicht über das Aussehen hier und das Ding, aber wir wissen eigentlich nichts von der Story her. Was ganz gut ist, bin ich ganz froh. Und dann, glaube ich, war es das. Dann haben wir uns ja alles angeschaut. Ja, ich dachte, es wäre ein bisschen umfangreicher, aber war ganz interessant, muss ich sagen. Und dann, denke ich mal, sehen wir uns das nächste Mal, wenn ich Minervas denn anfange zu spielen. Bin ich noch sehr gespannt, wie da die Story ist oder wo das dann spielt in der Zeitlinie. Und bevor ich jetzt hier noch weiter labere, beenden wir doch hier die Folge und ich würde mich freuen, wenn ich euch nächstes Mal zu Minervas denn wieder begrüßen darf. Also macht's gut und vielleicht bis nächstes Mal. Ciao!